So, wünscht uns mal Glück. Wenn das Video online kommt, wisst ihr, dass wir noch leben. Boah, Alter, und was wäre jetzt passiert? Das ist jetzt gerade tatsächlich mal eine Situation, wo ich echt drüber nachdenke, abzubrechen. Ich sag's dir, wie es ist, das ist gerade wirklich lebensgefährlich, was wir hier machen. Dieses Video wird unterstützt von Viewfinder, der perfekten App für Landschaftsfotografen. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Schau da auf jeden Fall mal vorbei, wenn du selber deine Fotos mit dem perfekten Wetter kombinieren und optimieren möchtest. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier aus Madeira. Ich bin super aufgeregt, denn ich bin gerade bei einem Spot angekommen, wegen dem ich eigentlich so mit nach Madeira geflogen bin. Und zwar ist das ein Spot, den ich bei Nigel Danson im Video gesehen habe. Der Stefan Liebermann war auch schon hier, der hat hier auch schon richtig geile Astro-Shots gemacht. Dieser Baum hier, der hat es mir richtig angetan. Bisher, die ganzen Tage, wo wir hier waren, war es immer super neblig. Jetzt gerade ist es auch neblig. Wir sind vor einer halben Stunde hier ungefähr angekommen und da haben wir schon einen Shot gemacht, wo man zumindest so ein bisschen die Bergkette im Hintergrund gesehen hat. Und wir hoffen jetzt, dass der Nebel natürlich noch ein bisschen weggeht, damit man noch ein bisschen mehr sieht. Aber selbst mit diesem Nebel ist das super, super geil, weil man diesen Baum halt hier sehr schön freistellen kann vor dem Hintergrund und das dann trotzdem richtig gut aussieht am Ende. Also ich bin super happy und ich zeige euch jetzt mal, wie wir diesen Shot richtig machen. Ich habe die Kamera jetzt hier aufgebaut. Ich habe mir jetzt hier so eine Position gesucht, wo ich den Baum so ein bisschen weiter links gesetzt habe. Theoretisch, wenn jetzt der Nebel wegzieht und der Hügel oder der Berg im Hintergrund dann zu sehen ist, dann reichen diese Äste dann auch nicht über den Berg rüber, was ich halt auch sehr, sehr wichtig finde. Gleichzeitig musste ich jetzt meine Mittelsäule hier hochfahren, weil ihr seht, die Position, die ich haben wollte, hier ist ein Busch eigentlich unten drunter. Und da habe ich mein Stativ jetzt quasi so drüber gestellt. Und damit der Busch aber nicht das Stativ die ganze Zeit zum Wackeln bringt, habe ich jetzt die Mittelsäule ausgefahren. Ist jetzt nicht ganz optimal, aber ich bin jetzt hier noch bei Verschlusszeiten, wo das völlig in Ordnung ist. Ich bin jetzt hier gerade bei einer Fünftelsekunde und das geht komplett klar. Blende 8, ISO 100, Fünftelsekunde. Ich fotografiere auch komplett ohne Filter und alles. Ich mache eine kleine Belichtungsreihe, einfach nur zur Sicherheit, damit der Dynamikumfang auch voll abgebildet werden kann. Vorhin habe ich es noch mit einem Shot geschafft, jetzt aktuell mit dem Nebel ist es schwierig. Da überblendet das Ganze so ein kleines bisschen. Aber grundsätzlich, ja, finde ich, sieht das Ganze doch ganz gut aus. Und man sieht es jetzt, ich weiß nicht, wie gut man das auf dem Display sieht, aber jetzt kommen gerade die, guck mal, jetzt kommt die Berge hier wieder hervor. Jetzt geht der Nebel gerade so ein bisschen weg. Jetzt gleich geht's los. Jetzt gleich kommt der Shot, Leute. Leute, das ist der absolute Wahnsinn. Das ist ein Knüller-Shot. Leute, ganz wichtig ist, immer, weil es so ein ganz bisschen Nieselregen ist, immer schön das Objektiv sauber machen. So, und jetzt machen wir den Shot hier nochmal. Der Nebel ist gerade noch so über dem Berg drüber, dass der Baum noch schön separiert wird. Wenn der Nebel jetzt komplett weggehen würde, dann reichen die Äste natürlich doch wieder in den Berg rein. Immer direkt auch mal reinzoomen auf 100%, ob es scharf ist. Ich mache jetzt hier auch ein Fokus-Stacking, weil ich sonst den Vordergrund nicht ganz scharf bekomme. Hier habe ich noch so ein paar Gräser, die auf jeden Fall auch mit scharf sein sollen. Deswegen mache ich jetzt hier auch noch neben einer 5er Belichtungsreihe auch noch 3 Belichtungen fürs Fokus-Stacking. Also insgesamt 15 Bilder. Was ich hier am Ende davon benötigen werde am Rechner in der Bildbearbeitung, werden wir sehen. Aber ich mache jetzt erstmal sicherheitshalber die ganzen Shots, damit ich sie habe. Denn haben ist besser als brauchen. Leute, das ist richtig geil gerade. Oh mein Gott. Jetzt fehlt nur noch ein bisschen Licht auf dem Baum. Aber ich habe auch in dem Video von Nigel Danson gelernt. Eigentlich ist das ein Sonnenaufgangsspot. Wir sind jetzt hier zum Sonnenuntergang da. Ich gehe mal schwer davon aus, dass wir nochmal zum Sonnenaufgang herkommen werden. Denn das Ding ist, dann kommt die Sonne irgendwo von dort. Ja, und jetzt geht sie irgendwo da hinten unter. Man sieht es da hinten, die Wolken werden so von rechts angestrahlt. Das heißt, die Sonne kommt irgendwo von dort, geht dort unter. Ich denke mal nicht, dass wir die sehen werden. Wobei, es klart relativ schnell auf, wer weiß. Aber ich glaube, mit so ein bisschen Streiflicht von hier sieht das auch richtig gut aus. Ich habe jetzt hier schon mal ein paar verschiedene Perspektiven ausprobiert. Man kann den Baum wirklich aus vielen verschiedenen Perspektiven fotografieren und hat hier immer auch irgendwie dann eine neue Komposition, die richtig gut aussieht. Ich war jetzt erstmal viel hier oben. Ja, da steht jetzt aktuell auch meine Kamera. Habe jetzt auch mal einen Filter mit drauf gepackt. Und jetzt als letztes werde ich mal probieren, hier noch hinzugehen. Und mal so ein Framing hier in diese Richtung noch zu machen. Auch wieder den Baum auf die linke Seite, auf die rechte Seite hier die Berge mit dem Nebel noch.
Und da hat man so ein bisschen Farbe im Himmel. Das ist jetzt das, was ich als letztes mache. Sieht auch relativ minimalistisch aus, finde ich aber cool so. Und ich glaube, wenn wir morgen früh, oder vielleicht nicht morgen früh, weil morgen soll das Wetter schlecht werden, aber wenn der Sonnenaufgang von dort kommt und die Sonne hier reinscheint, dann ist das hier auch ein richtig cooles Motiv. Vor allem, wenn von der Seite vielleicht noch ein bisschen Nebel reinkommt. Ihr seht, es ist dunkel. Ich habe jetzt hier die ganze Zeit durchfotografiert, zusammen mit Benny. Wir haben viele verschiedene Kompositionen ausprobiert. Gerade Benny hat auch viel mit dem Teleobjektiv fotografiert. Ja, wir sind auf jeden Fall schon sehr happy, weil es gab auch noch richtig schöne Farben am Himmel. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier noch so ein bisschen sehen kann irgendwo. So ein bisschen was ist noch da, aber nicht mehr viel. Aber ich blende euch die Shots auf jeden Fall ein. Was ein bisschen gefehlt hat, war das Licht auf den Baum selber. Ja, also ich denke mal, das geht dann wirklich zum Sonnenaufgang besser, wenn das Licht von der Seite reinkommt und dann den Baum auch so ein bisschen trifft. Aber ich bin auf jeden Fall schon mal mega happy damit. Und wir werden auf jeden Fall nochmal zum Sonnenaufgang wiederkommen, wenn das Wetter gut ist. Und dann auch hier nochmal probieren, das Ganze mit anderem Licht zu fotografieren. Aber wie gesagt, ich bin jetzt schon mega, mega happy. An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an den heutigen Sponsor dieses Videos, Viewfinder, die App für Landschaftsfotografen und die, die es werden wollen. Denn mit Viewfinder kannst du deine Locations finden und vor allem das Wetter punktgenau bestimmen und vorhersagen und damit nie wieder umsonst rausgehen und somit ohne gute Ergebnisse zurückkommen. Also lad dir die Viewfinder-App herunter, der Link ist dazu unten in der Videobeschreibung. Guten Morgen, wir sind mal wieder auf dem Weg zu den toten Bäumen oder zu dem toten Baum. Zweiter Versuch. Und Leute, es sieht so vielversprechend aus. Im Video seht ihr jetzt nur schwarz hinter mir, aber es ist klar, es soll noch weiter aufziehen. Also es sind halt noch ein paar Wolken am Himmel, aber nicht so, dass sie stören würden. Und wir sind jetzt schon ein Stück gelaufen und konnten schon mal so ein bisschen in das Tal reingucken, wo wir dann auch gleich rein fotografieren werden. Und da hängt direkt über dem Berg so eine kleine Wolke noch, also so ein Nebelschwaden. Mega, genau so. Du hast ein paar Wolken am Himmel, Sonne kann ungehindert aufgehen und direkt über dem Berg, über den Kamm, zieht sich so eine kleine Wolke noch drüber. Das sind die perfekten Bedingungen. Ich glaube, viel besser kann es nicht werden. Ich will zwar jetzt nicht den Abend vor dem Morgen loben, aber ich glaube, dass wir heute was richtig Gutes hinbekommen. Leute, guckt mal hier, wie vereist das ist. Es ist zwar über Null, aber die Steine sind trotzdem richtig glatt. Gerade eben sind uns schon vier Wanderer entgegengekommen. Einer davon war auf jeden Fall ein Local hier. Und die haben die Tour abgebrochen, weil sie gesagt haben, die Wege sind zu vereist. Wir natürlich, wir können das trotzdem, sind weitergegangen. Jetzt lernen wir, dass man vielleicht auch mal auf sie hören sollte, wobei ich sagen muss, es geht. Man muss halt einfach ein bisschen darauf achten, wo man hintritt. Und es waren ältere Leute. Und es waren ältere Leute, das stimmt. Das muss man dazu sagen. Aber wahrscheinlich trotzdem wanderaffiner als wir. Naja, jedenfalls muss man jetzt hier echt aufpassen, wo man hintritt. Ich warte nur darauf, dass ich mich jetzt hier mit der Kamera in der Hand hinpacke. Und wir laufen auch immer natürlich auf der Seite, wo nicht der Abhang ist. Und halten uns hier an der Seite mal so ein bisschen fest. So, wünscht uns mal Glück. Wenn das Video online kommt, wisst ihr, dass wir noch leben. Boah, Alter, und was wäre jetzt passiert? Also Leute, der Typ hat ja vorhin schon gesagt, sie brechen die Tour ab. Ich bin auch gerade echt am Überlegen, muss ich sagen, weil das hier super gefährlich ist. Es ist wirklich überall noch vereist und diese Steine sind halt super glitschig. Und jetzt geht es hier gerade den Berg wieder so ein bisschen runter. Die meiste Zeit bergauf, aber auch das ist halt gefährlich. Aber bergunter finde ich halt noch gefährlicher. Ich habe mich gerade zweimal fast hingepackt. Was sagst du? Weiter oder abbrechen? Lass mal ein Stückchen gehen und schauen. Und zur Not das Stativ als... Ja, das Ding ist halt wirklich, hier geht's
1800 Meter runter bis zum Meer. Tja. Das ist jetzt gerade tatsächlich mal eine Situation, wo ich echt drüber nachdenke, abzubrechen. Also wir standen schon an den Fähreinseln, direkt an der Klippe. Da habe ich meinen Polfilter versenkt. Den habe ich 300 Meter in die Tiefe fallen lassen. Aber irgendwie, jetzt gerade fühle ich mich nicht mehr ganz so wohl. Aber ich habe auch Bock, dieses Bild zu machen. Bitte, schon geil. Na komm, weiter. Los. Stefan, was sagst du dazu? Mega geil, wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen. Und ich hoffe, dass der Nebel hier aus dem Tal noch ein bisschen wegzieht. Wir sind da, Leute, wir sind da. Guckt euch das an. Da. Da ist der Baum. Da ist der Sonnenaufgang. Hier ist ein bisschen viel Nebel gerade noch. Aber geil, jetzt muss ich hier nur noch ein paar Meter runter. Ohne, dass ich mir auf den letzten Meter noch die Haxen breche. Aua. Die Steine hier sind schon... Muss man echt aufpassen. Geil. Geil. Leute, wir haben einen Shot gerade eben gemacht. Wir sind angekommen, haben die Kamera aufgebaut, haben genau einen Shot gemacht. Der war schon richtig nice. Jetzt ist es gerade wieder komplett zugezogen. Also ich will nicht sagen, dass es gerade eben ohne Nebel war. Das war es definitiv nicht. Aber die Sonne, die aufgehende Sonne, konnte den Nebel schön anleuchten. Hat auch den Baum so ein bisschen angeleuchtet. Das sah richtig gut aus. Ja, und man sieht jetzt ja auch hier oben, ne? Das ist jetzt hier wirklich nur so eine Nebelbank, die jetzt hier einmal durchgeht. Und ich hoffe, dass die da hinten wieder aufhört. Dort geht die Sonne auf. Das kann auch richtig gut werden. Wir haben ja auf jeden Fall auch noch ein bisschen Zeit. Es ist doch nicht ganz so eingetreten, wie ich gehofft habe. Also da hinten sieht man jetzt so ein bisschen den Sonnenaufgang. Aber das Problem ist einfach, hier ist alles voller Nebel. Jetzt geht er gerade so ein bisschen weg. Die Farbe im Himmel vorhin haben wir so leicht drauf, aber auch nicht so richtig. Hier auf dem Boden liegt jetzt so ein bisschen Schnee, was ich auch nicht so schön finde. Das sieht nicht ganz so schön aus in dem Shot. Das ist so ein dreckiger Schnee irgendwie und deswegen... Und die Fußabdrücke. Und da sind auch Fußabdrücke und so weiter. Ja, deswegen ist es halt nicht so hundertprozentig geil. Wir warten jetzt hier noch, ob es ein bisschen besser wird. Im Endeffekt muss ein bisschen der Nebel hier aus der Schlucht hier raus, damit die Sonne nochmal so ein bisschen durchkommt. Und ja, was soll ich sagen, Leute? Vielleicht merkt es ja so ein bisschen, dass ich so... Ich war vorhin so voller Euphorie. Die Wanderung hierher war auch, ja... Schon relativ gefährlich und ich weiß nicht, so richtig viel besser als der Shot, den wir am Abend gemacht haben, fand ich es jetzt noch nicht. Was sagt ihr zu den Ergebnissen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, welches Foto euch am besten gefällt. Und nochmal die Erinnerung, es gibt eine Fotoreise nach Madeira dieses Jahr und zwar im November. Wenn du weitere Informationen dazu haben möchtest, dann schau einfach mal unten in der Videobeschreibung. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auf Madeira sehen und uns persönlich kennenlernen. Wir sehen uns im nächsten Video.